Der uigurische Akademiker Ahmed Can Mumin Tarimi, der im Jahr 2000 bei einem Buch über Mustafa Kemal Atatürk als Editor mitwirkte, wurde von chinesischen Behörden festgenommen. Grund für seine Festnahme und Deportation nach Urumqi sei seine Arbeit vor über 17 Jahren. Dr. Ahmed Can arbeitete zudem lange für den Sinchan Volksverlag. In Manisa rief eine Nichtregierungsorganisation zu Protesten gegen die chinesische Unterdrückung in Ostturkestan auf. Der Aufforderung leisteten zahlreiche Menschen nach dem Freitagsgebet Folge. Die IHH organisierte in Kastamon eine Demonstration, die ebenfalls die menschenunwürdige Politik der Kommunistischen Partei anprangerte. Bora Öner, der Jugendweltmeister des WBC, sowie Alptu Öner, Gewinner des Goldenen Gürtel Eurasiens, organisierten gemeinsam für die Unterstützung Ostturkestans einen Wettkampf. Die beiden Brüder sind bereits seit 10 Jahren Verfechter der Uiguren und ihrer Rechte und bekamen deshalb von den Uiguren eine Medaille als Ehrung. Muawiyah Osman verstarb durch Erschießung auf einem Demonstrationszug. Um ihm zu gedenken, sammelten sich tausende Besucher auf seiner Beerdigung. Die sudanesische Polizei ging brutal gegen die Gedenkenden vor. Um die Menge auseinanderzutreiben, wurde scharf geschossen. Die internationale Koalition, geführt von den USA, führte in Syrien Angriffe gegen geografische Stellungen terroristischer Gruppierungen durch. Ziel der Attacke war Deir ez-Zor. Laut syrischen Medien sind dabei 20 Zivilisten umgekommen. Im türkischen Parlament sprach der Abgeordnete Hayrettin Nuoğlu die Verdrängung und Verbannung der uigurischen Regierung an. In seiner Rede wies er außerdem auf das Leid in Ostturkestan und die Hoffnung der Uiguren, aus Ankara Hilfe zu erhalten.